Hi, wir sind Melinda und David. Seit 1,5 Jahren leben wir in unserem selbst ausgebauten Van. Diese Woche nehmen wir euch mit nach Italien, zeigen euch unsere Stellplätze und ein leckeres italienisches Rezept. Guten Morgen aus Brentino. Die Sonne scheint, es ist heiß, wir haben unsere Wanderschuhe an, Sonnencreme ist aufgetragen und wir wandern jetzt zu einem richtig schönen Ort. Es geht sehr viele Stufen bergauf und wir sind dann auf ungefähr 700 Metern Höhe. So, hinter uns gehen jetzt die Stufen nach oben. Es sind mehrere. Über 1700 Stufen. Schatz, wir sind gleich da, ich kann sie schon sehen. Hörst du schon, da ist eine Messe oder sowas? Wir haben es wirklich geschafft. 3 Minuten vor 12. 1,5 Stunden. Also hier fährt sogar ein Shuttlebus hin. Ich dachte, der fährt nur nach Spiazzi, gar nicht bis hierher, dass man noch eine halbe Stunde hierher wandern muss, aber wir haben jetzt gerade gesehen, dass da ein Shuttlebus lang gefahren ist. Ich habe mich schon gewundert, warum so viele so fresh aussehen. So total gestylt hier ankommen, weil eine halbe Stunde Wanderung kann man mit Stöckelschuhen ja auch schlecht machen. So, das war's jetzt. Jetzt geht's wieder 600 Höhenmeter nach unten. Ja, knappe 3 Kilometer. Runter ist ein bisschen einfacher, glaube ich. Aber es war richtig schön hier oben und total faszinierend. Aber jetzt geht's zurück. Wir sind jetzt wieder am Van. Das war richtig, richtig anstrengend und richtig, richtig schön. Also wir haben jetzt für alles hoch und runter und da oben sind wir auch über 1 Stunde geblieben, haben jetzt 5 Stunden gebraucht und unterwegs haben wir ja quasi 1,5 Stunden hoch gebraucht. Hoch fällt irgendwie ein bisschen leichter wie runter, finde ich. Aber es ging schon gut auf die Kondition. Der Weg an sich ist nicht schwer, aber man braucht halt schon Kondition. Und jetzt machen wir es uns hier gemütlich. Wir bleiben heute noch hier. Wir stehen hier auf einem kostenlosen Wohnmobilstellplatz in der Nähe von Brentino. Genau, ist richtig schön hier. Man kriegt ja auch Wasser und kann den Müll wegwerfen. Alles in allem ein Topplatz. Und jetzt werden wir uns aber erstmal ein bisschen auslüften, weil wir sind klatschnass. So, und Bock auf einen Cold Brew? Ja. Jo, es ist der nächste Tag, Leute. Wir haben gestern komplett vergessen zu filmen. Und wir sitzen immer noch draußen. Oder besser gesagt schon wieder. Es ist jetzt morgens um 8 Uhr. Und wir waren so fix und fertig gestern, aber so positiv, dass wir einfach zu nichts mehr fähig waren. Einfach nur noch gegessen und ausgeruht. Ja, aber jetzt packen wir mal zusammen.
Denn wir fahren nach Verona. Kaffee austrinken. Echt heiß schon. Ja, ist schon richtig heiß. Ich kann meine Augen gar nicht aufmachen. Ja. Ja, auf dem Weg zum Bauernhof haben wir jetzt noch so ein... Oh, es gibt Melone und Pfirsiche. Und Ciliegi und noch... Weiß nicht, was das ist. Ciliegi sind Kirschen. Geil. Genau, hier gibt es so kleine süße Stände an den Straßen. Und da holen wir jetzt ein bisschen Obst, weil da, das suchen wir schon die ganze Zeit, weil wir versuchen wollen, diesmal nicht immer im Supermarkt Obst und Gemüse einzukaufen. Ich habe jetzt eine Pfirsich geschenkt bekommen, die ist richtig lecker. Mhm. Und hier, keine Ahnung, 10 Stück für 4 Euro. Wow, hat es nur Pfirsich gekauft? Ja, der hatte noch Weintrauben und Tomaten. Willst du da nochmal nachgucken gehen? Ah, hier ein paar Tomaten kannst du auch mitnehmen. Ja, dann nehme ich noch ein paar, hier haben wir noch ein paar Tomaten mit. Okay, bis gleich. Und? Ja, ist noch frei und wir zahlen 35 Euro für uns beide, für eine Nacht und Dusche und WC. Mega gut. Oh, es ist so heiß. Ich musste mich erstmal ein bisschen in Bademode schmeißen. Und hier sind richtig viele Fliegen. Deswegen haben wir Fliegennetze vorne dran gemacht. Aber es ist total schön hier. Wir können im Schatten stehen und wenn wir in der Stadt sind, dann stehen wir eigentlich auch ganz gerne auf Campingplätzen oder Bauernhöfen, weil ja auch oft eingebrochen wird und wir keinen Bock haben, dass uns sowas passiert. Deswegen zahlen wir lieber so 30 Euro oder mal ein bisschen was und dann sind wir auch ganz sicher. Und hier gibt es eine Waschmaschine und deswegen werden wir jetzt erstmal Wäsche waschen und dann frühstücken und dann nach Verona gehen. Ja, ich muss euch was eingestehen. Wir gehen jetzt nach Verona, aber wir nehmen die Kamera nicht mit. So ein trauriges Gesicht. Um die Spannung hochzuhalten. Ah. Ja, heute ist Date Night. Kamera bleibt zu Hause. Dann können wir das Ganze nur für uns genießen. Und morgen früh wollen wir ja dann wieder nach Verona und dann nehmen wir euch mit. Ich habe ein Date. Jo, deswegen bis morgen. Hola. Morgen. Es war richtig schön gestern. Ja. Unsere Date Night in Verona hat echt Spaß gemacht. Und zwar mal schön die Stadt ohne Kamera zu erkunden. Also es war echt ein Traum. Und jetzt gehen wir aber mit Kamera in die Stadt und wir wollen gar nicht so lange warten. Weil es ist früh morgens, es ist kühl und die Sonne steht richtig gut. Also fangen wir gleich mal an, oder? Ja. Bist du ready? Let's go. Ja, als wir hier gestern in Verona angekommen sind, hatte ich überhaupt gar keine Erwartungen, wie krass schön das hier ist. Und es ist echt so, dass egal in welche Ecke man schaut, es sieht einfach wunderschön aus. Verona hat super viele wunderschöne Plätze, Brücken, schöne Gebäude und allgemein wunderschöne Straßenzüge. Und wir sind jetzt gerade unterwegs in ein wunderschönes Café, wie sollte es auch anders sein. Und dabei entdecken wir so allerhand. Ich glaube, wir laufen an so ein paar schönen Ecken vorbei.
Ding da. Ich seh lustig aus, ne? Voll Touri-mäßig. Der hat nicht komisch geguckt. Ne? Also, Melli meint das Teil hier. Was das wäre, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, aber die Aufnahme. Das ist eine sehr gute Aufnahme, aber es sieht so aus, als würde er nur in den Himmel fliegen. Aber hoffentlich folgt mir keine Touri-Gruppe. Ja, auf jeden Fall. Richtig cooles Kaffee können wir euch wirklich empfehlen. Richtig toll für guten Specialty Coffee. Ist auch der einzige hier in Verona. Den können wir euch nochmal gerne unten verlinken. Und jetzt gehen wir weiter und gucken uns noch ein bisschen was an hier. Ich glaube, jetzt kommt noch eine schöne Brücke. Wir sind hier auf jeden Fall an dem Balkon von Romy und Julia. Eigentlich darf man da die Brust hinten anfassen von der Stadt und das bringt Glück. In der Liebe. In der Liebe. Aber ich habe ja schon so viel Glück. Aber ein bisschen mehr Glück. Deswegen weiß ich nicht, ob ich heute eine fremde Brust anfassen soll aus Bronze. Du kannst ja hingehen und anfassen für uns beide. Ja, es ist voll viel los hier. Du hast das schon mal gemacht? Ich hab das schon mal gemacht. Ich war doch schon mal hier. Ja, deswegen hast du mich gefunden. Hier hatten wir gestern übrigens unser Date und da haben wir Pizza und Aperol. Pizza gegessen, Aperol getrunken. War richtig schön. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for. Kurzes Fazit von dir, Verona? Ja, traumhaft schön. Also, es ist wirklich sehr, sehr schön. Wir sind heute extra früh raus und es war perfekt, weil es war auch nicht zu heiß. Jetzt wird es langsam wieder heiß, deswegen machen wir uns jetzt wieder auf den Weg zurück. Ja, wir müssen die schönsten auch Sachen haben wir gesehen, wir müssen auschecken. Ja, genau. Und ja, dann geht's auch weiter. Wir sind angekommen an unserem Stellplatz zwischen Verona und Padova. Das sieht hier so aus. Schaut mal. Das ist ein kostenloser Wohnmobilstellplatz. Sonne scheint noch aufs Dach. Das ist ganz gut, weil ja, wir brauchen noch ein bisschen Strom. Die ganze Zeit laufen nämlich die Ventilatoren auf Hochtouren, weil es so heiß ist. Deswegen ist die Batterie nie ganz voll gewesen die letzten Tage. Und jetzt wollen wir uns noch mal ein paar Eiswürfel machen und dann setzen wir uns schön hier in den Schatten. Wir stehen hier nämlich an so Olivenbäumen. Richtig cool. Jetzt machen wir uns hier erstmal gemütlich. Es ist ja schon Nachmittag, trinken noch was Kaltes und lassen den Tag ausklingen. Haben schon über 15.000 Schritte heute Morgen gemacht. Und morgen geht es dann weiter Richtung Padova. So, jetzt bewegen wir uns nicht viel, es ist einfach viel zu warm. Und später zeigen wir euch dann noch ein richtig leckeres und einfaches Rezept. Wir zeigen euch, wie ihr Salat Caprese selber machen könnt. Wir haben Ochsenherztomaten gekauft. Diese schneidet ihr in etwas dickere Scheiben, belegt danach den Teller damit. Dann nehmt ihr die kleinen Tomaten, wir haben da Cocktailtomaten genommen, schneidet die in etwas grobere Stücke, tut die in eine Schüssel, macht da Salz, Pfeffer und Pesto dazu, alles schön vermischen. Dann dekoriert ihr das oben drauf. Dann haben wir uns Rucola genommen, den auch in eine Schüssel getan, mit Salz, Pfeffer, ein bisschen Olivenöl und ich habe da noch Sesamkerne rein. Alles schön vermengen und dann dekorieren wir damit den Teller. Ganz oben kommt unsere Burrata drauf. Wir haben uns jetzt eine geteilt. Da kommt dann ein bisschen Olivenöl drauf,
Balsamico. Wir haben jetzt hier noch ein paar Oliven mit dazugegeben. Und fertig ist unser Salat Caprese. Lasst euch schmecken. Gute. Ich liebe das ja total, wenn abends die Stellplätze so beleuchtet werden. Also es war Italien-Feeling. Und jetzt haben wir Sportplatz-Feeling hier. Ja, aber gut, so fühlen wir uns sicher, ne? Ja, ganz sicher. Ganz sicher. Wieso, Mama, wir sind ganz sicher hier. Ganz viel Licht. Es kann nichts passieren. Jo, Mama, bis morgen. Jo, Leute, das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Woche.